Also mit der App funktioniert jetzt folgendermaßen. Ich habe jetzt erstmal das Kabel ins Auto eingesteckt und dann muss ich jetzt die App öffnen. In der App suche ich halt über die Standortfunktion meinen Standort. Dort wird mir dann quasi unsere Ladesäule angezeigt. Und dann muss ich einfach nur noch die Ladesäule aussuchen, anwählen, in den Details den Ladepunkt auswählen, den dann freischalten und darüber kann ich dann quasi das Ladekabel einstecken in die Ladesäule. Der Vorteil für die anderen ist, dass jetzt quasi in der App angezeigt wird, dass dieser Ladepunkt besetzt ist durch mich. Also es ist noch ein Ladepunkt frei, der wird angezeigt in der App als blau und nicht verfügbar. Und somit können alle anderen Kunden erkennen, ob sie jetzt noch einen Ladepunkt haben oder zur Verfügung haben oder nicht. Also wenn man fertig getankt hat und jetzt wegfahren möchte, dann muss man einfach nur noch am Fahrzeug selber entriegeln, das Auto aufmachen, Kabel raus, einmal alles zumachen, Kabel aufnehmen, an der Ladesäule rausziehen und dann ist man auch schon fertig.